Okay, da hat es irgendwie ziemlich geleckt und gleichzeitig hat mein Sprungknopf nicht wirklich reagiert. Und jetzt hat er wieder mein Sprungknopf nicht reagiert. Hier ist gerade eben wieder mein Sprungknopf nicht reagiert. Ah, jetzt, er geht auf jeden Fall noch. So und tot. So, bis hierhin, hier rüber, hier hoch. Okay, ich weiß noch nicht ganz genau, wo man da lang muss, aber ich denke mal, ich werde das noch finden. Ich hoffe mal, ich werde das noch finden. Okay. Da nochmal anzuhalten ist aber auch nicht gerade das Einfachste. Hier rutscht irgendwie immer so komisch die Wand erst hoch. Okay, da oben ist noch ein Verband. Aber da ist auf jeden Fall erstmal der Tod. So. Und hier rüber. Und dahin. Und hier ist mehr drauf. Gut. Ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll, weil von der rechten Seite sehe ich da irgendwie keine Möglichkeit hochzuspringen und von der linken wird man vom Ventilator wieder weggedreht. Ja, okay, das könnte... Ja. Wenn man sich da nicht so total dumm anstellt wie ich. Und die auch nicht, dann könnte man das eigentlich schaffen. Zumindest da hoch. Ich weiß, ich habe ja keine Ahnung, wo Bandage Girl ist. Erstmal sterben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn diese blöden Ventilatoren weg sind. Hoffentlich gehen die weg. Weil das irgendwie gar nicht meins ist. Ich weiß nicht so genau, ich mag das irgendwie nicht so. Ich meine, das ist eine gute Idee, ist mal was anderes. Ist nicht immer nur so rumgehüpfe, aber ich weiß nicht, ich finde... Oh. Ich finde das normale, anspruchsvolle Hüpfen irgendwie interessanter als... ein blödes Ventilatoren-Ding, wo ich einfach nur jedes Mal raten muss, wann ich springen muss, wie ich da reinspringen muss. Das ist einfach nur pures Glück bei mir, ob ich schaffe oder nicht. Die kann ich überhaupt nicht ausrechnen, wo ich in die reinspringen muss. Und wo nicht. Ja. Hier hoch, dahin, dahin, dahin. Und darüber, hey, und hier hoch. Das ist doch nicht, da kommt man da irgendwie hoch. Da oben ist Bandage Girl. Und da ist der Tod. Ich weiß nicht. Ich kann, da sammle ich jetzt erstmal kurz die Bandage ein. Oder den Verband, Entschuldigung. Damit ich das Ding sicher habe. Aber nein, dann springt natürlich in den Ventilator rein. So, hier hoch, darüber. Hier hin. Oh, jetzt treffe ich das nicht mehr. So. Und da hat der Sprungknopf mal wieder nicht reagiert. So, hier hochwagen, hier hochwagen, hier hochwagen. Und jetzt komme ich. Ich komme spritzt ja jedes Mal gegen dieselbe Stelle irgendwie. Jetzt wieder nicht reagieren. Ein paar Mal hat aber der Spring nicht reagiert, ein paar Mal hat er reagiert, wo er nicht reagieren sollte und dann ist man halt mal tot. Okay. Oh. Nee. Oh. Och, das kann doch nicht wahr sein, dass ich da jedes Mal in diesen blöden Ventilator da reinspringe. Ja gut, jedes Mal, es waren erst zwei, aber trotzdem. Irgendwie nicht ganz das, was ich so machen wollte. So, jetzt hier hin, hier hoch, da hin, da rüber,
hier hoch, da rein. Und sterben. Ja. So, so, so. So, so, so. Hier rein, da. Und wieder runter, weil er mal wieder nicht gesprungen ist. Mein Daumen tut schon richtig weh. Ich weiß nicht wieso, ich spiele jetzt ja gerade mal so 20 Minuten oder so. Aber der tut richtig weh. Ich weiß gar nicht, kommt mir auch so vor, als wenn ich die Taste irgendwie heute viel, viel, viel doller drücke als sonst. Und er reagiert einfach nicht, der Knopf. Egal wie doll ich den reindrücke, der reagiert nicht. Also an manchen Stellen. Und schon wieder. Diesmal hat er aber reagiert. Jetzt hat er mal wieder nicht reagiert. Also ich müsste mir bald einen neuen Controller kaufen, aber ich fürchte, dass das vor meinem Geburtstag, also dass das in den nächsten Monaten nicht klappen wird. Aha, warum ist er jetzt gesprungen? Ich habe überhaupt nichts mit Springen gedrückt. So. Oh, finde ich natürlich wunderschön, wie ich da im Slalom beim Runterfallen um die ganzen Dinger drumrum mache. Dann einfach mal jedes Mal im Abgrund lande. Und das finde ich auch immer wunderschön, wenn man da in diese... Ich verstehe nicht, ich drücke den Knopf jedes Mal so tief rein, wie es geht. Und manchmal kommt da oben hin und manchmal kommt da oben nicht hin. Das ist jedes Mal dieselbe Höhe, ab der ich hochspringe. Ich meine, hier ist klar, hier kann es sein, dass man da irgendwie ein Stück zu weit hochgerutscht ist, ein Stück zu wenig hoch. Aber hier ist es jedes Mal von hier. Und manchmal kommt er bis oben hin und manchmal nicht. So. Och nee, jetzt wollte ich gerade mal schnell A plus machen, weil das kam mir irgendwie gerade ziemlich schnell vor, was ich da gemacht habe. Dann habe ich es mir da eben versaut. Okay. Oh, jetzt springe ich wieder. Sonst springt er immer nicht weit genug und ich jetzt vor nur ganz kurz springen sollte, springt er immer zu weit. Jetzt ist er wieder rein. Ich habe den Sprungknopf voll durchgedrückt. Hm. Jetzt hat er wieder nicht reagiert, jetzt hat er reagiert. So, das A-Plus habe ich. Jetzt kann ich mir nochmal Zeit lassen, um den Verband da zu holen. Schade. So, und hier hoch. Sterben. Und nochmal neu. Und sterben. So, jetzt wo ich nicht mehr unter Zeitdruck stehe, dann schaffe ich den Anfang hier plötzlich nicht mehr. Schade. Okay. Gut, dass ich jetzt auch Zeit habe. Oh, gut. Nein, 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 nein. Oh. Das ist dann, wenn es hektisch wird, dann schaffe ich irgendwie gar nichts mehr. Dann schaffe ich es nicht mehr, irgendwo drauf zu landen. Einfach mal irgendwo. Jetzt scheitere ich plötzlich ganz komisch oft an dieser Stelle da oben, wo ich vorher nie drin gestorben bin, aber jetzt ging es wieder. So. So. Und hier hin. Und... Ah, oh, schade, jetzt hatte ich nicht damit gerechnet. Ich wollte eigentlich noch nicht runter. Und jetzt habe ich wieder einen Superslalom da unten durchgemacht. Und jetzt habe ich das wieder nicht geschafft, komischerweise.
Oh, das war auch nicht gerade so, so eindeutig, dass ich das da hochschaffe. Oh. Okay, fast. Okay. Okay. Oh, genau. Stellt sich aber manchmal auch dumm an, so wieder oben an der Stelle. Und jetzt hat er das wieder nicht geschafft. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Ist mir auch ein Rätsel. Jetzt wurde da einfach mal durchgeweht. Jetzt wurde da einfach mal runtergeweht. Jetzt hat das wieder nicht geschafft. Und jetzt ist er da unten abgefallen. So langsam müsste ich jetzt da noch mal rein. Jetzt müsste ich aber auch so langsam jeden Tod durchhaben. Ist auch viel gleich am Anfang in den Ventilator reinzuspringen. Was glaube ich gar nicht möglich ist. Und jetzt, ich weiß nicht wieso, aber er schafft das da oben momentan gerade nicht. So, 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 so. Ja, jetzt ging es doch. Komm, Meat Boy, schaff das. Oh, super. Hat mal wieder der Sprungknopf nicht reagiert. Hatten wir ja heute zum Glück noch nicht. Es tut mir sehr leid, wenn ich jetzt hier schon fast ein Part nur an diesem Level sitzen sollte, aber ich kann euch auch versichern, dass das später noch bestimmt öfter kommen wird. So. Damit du dann plötzlich gar nicht weggeboostet. Und da hat das plötzlich nicht geschafft. So, 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 so und hier hoch. So. Ah, okay. Hat er das wieder nicht geschafft? Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich nach diesem Riesenleck, der hier gerade war, die Verbände überhaupt alle holen soll. Ich wollte ja so weit wie möglich schaffen, aber ich habe in der ersten Welt auch noch nicht alle. Ich habe überlegt, ob ich den hier dann holen soll. Ach, komm schon. Und ich da vorher noch nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich da ja auch so hochkommen kann. Aber jetzt habe ich es geschafft. Muss ich gar nicht weiter überlegen, ob ich es jetzt oder nicht. Es ist trotzdem noch A+. Das hatte ich glaube ich schon mal. Das war, wenn man einmal A+ hat, dann steht das da glaube ich immer. Hoffe ich zumindest. Weil sonst könnte ich mir nicht erklären, warum da jetzt A+ stand.